Ja, moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute zwei Videos von mir zum Freitag, ein kurzes Informationsvideo von mir hier. Und zwar geht es heute darum, wie man relativ schnell in diesem Spiel leveln kann. Das ist gerade am Anfang relativ interessant. Und das zweite, da möchte ich nicht zu viel verraten, das kommt auf jeden Fall zur Primetime heute Abend, zum Freitag. So viel sei verraten, es ist mein persönliches Highlight bis jetzt in diesem Spiel. Und es geht um Blackout. Mehr muss ich nicht sagen. Es habe ich am Montag mit Steve zusammen im Stream erspielt. Und wir hatten auch ein paar Zuschauer, war richtig cool. Lasst euch da heute Abend auf jeden Fall überraschen. Jetzt zum eigentlichen Inhalt des Spiels und zwar auch schon zum ersten Tipp. Und zwar, wenn man hier im Menü auf Herausforderungen geht, hat man hier einen Arsch voll Herausforderungen, die man abschließen kann. Ich will jetzt gar nicht im Allgemeinen, also oder auf alles eingehen, was man hier in einem Herausforderungsmenü alles machen kann. Ein kleines Beispiel einfach, wenn ich jetzt hier mal auf Herausforderung Killer gehe, hat man hier 12 verschiedene Herausforderungen, die man abschließen kann. Zum Beispiel Dreifachkiller. Drei kurze Abschüsse ineinander ergeben eine Dreifachabschlussmedaille. Ist selbsterklärend, wenn man das einige Male geschafft hat. Hier für die 1000 EP zum Beispiel braucht man die Medaille 10 Mal. Hat man hier alles irgendwann mal abgearbeitet, was sicherlich auch eine Weile dauern kann, kann man hier 10.000 Erfahrungspunkte rausholen. Ist schon mal eine ganze Menge, wie ich finde. Ja. Wenn man jetzt hier kurz durchscrollt, sieht man, wie viele Herausforderungen es gibt. Das ist echt sehr, sehr viel und das ist nur ein Teil davon. Bis Prestige 10 hat man, denke ich, trotzdem eine Menge zu tun. So, zweiter Tipp von mir. Klasseneditor, Ausstattung, Ausrüstungsladung. Ganz, ganz wichtig. Ist sicherlich ziemlich unterschätzt, passt aber meiner Meinung nach auch nicht zu jedem Spielstil. Ich persönlich spiele, glaube ich, zu 95% mit der Steam in Stim-Injektion, weil man sich einfach schneller heilen kann im Gefecht. Aber die Ausrüstungsladung bewirkt, dass die Spezialfähigkeiten und die Ausrüstung schneller vom Specialist voll sind. Was das im Gesamten ausmacht, habe ich mal in Zahlen so ein bisschen zusammengefasst. Passt aber meiner Meinung nach auch nur zum richtigen Specialist. Getestet habe ich das anhand des Crashs. Ich gehe jetzt nicht darauf ein, was jetzt das Sturmpaket im Einzelnen macht oder Takt 5. Es ist ein defensiver Specialist, das ist klar. Und wenn man das einsetzt und die Teammates richtig mitspielen, bekommt man eine Menge Erfahrungspunkte. Was das in Zahlen ausmacht, wenn man das mit der Ausrüstungsladung macht. Ich habe es einfach mal anhand eines Gameplays getestet, ohne dass ich im Spielgeschehen aktiv teilgenommen habe. Ich habe einfach nur rumgesessen und habe gewartet, bis meine Spezialfähigkeit voll ist. Die Spezialfähigkeit Takt 5 ist voll. Ohne die Ausrüstungsladung in 7 Minuten 15 ist verdammt lange. Mit der Ausrüstungsladung in 5 Minuten 30. Das Sturmpaket ist in 1 Minute 5 voll. Mit Ausrüstungsladung und ohne in 1 Minute 35. Das macht eine Menge aus. Nimmt man jetzt aber am Spielgeschehen aktiv teil? Das glaubst du nicht. Das zeige ich zum Schluss, werde ich das noch einspielen, was das ausmacht. Aber um es einfach mal zu verdeutlichen, 6 bis 8 Kills, dann ist Takt 5 voll. Je nachdem, wie man spielt, wie offensiv man ist. Und ohne die Ausrüstungsladung sind es 10 bis 11 Kills. Das nimmt sich vielleicht nicht viel, hört sich erstmal wenig an. Ich würde aber wirklich raten, das nur mit einem Crash zu machen. Ich spiele zwar auch gerne den Raccoon durch den Sichtpuls, aber mit dem Sichtpuls dauert das alles deutlich länger. Kurzer Test, 13 Kills mit Ausrüstungsladung, bis es voll war und ohne 18 Kills. Das ist eine Menge. Und wenn man, ich sage mal, ein normales Team Deathmatch hat, kann man das mit dem Crash vielleicht zwei, dreimal die Spezialfähigkeit voll machen. Und wenn man das mal auf vielleicht 10 Runden hochrechnet, hat man dadurch schon eine Menge Erfahrungspunkte mehr gesammelt und unterstützt damit natürlich noch sein Team. Welcher Tipp auch ganz wichtig ist, ist der Spielmodus. Wenn man hier drauf geht, kann man entweder so ein Moshpit gehen, hier Team Deathmatch oder Einnahme-Moshpit. Würde ich von abraten, weil man nie weiß, in welchem Modus man genau landet. Deswegen würde ich hier auf Standard gehen. Welcher Modus ganz geil ist, ist Abschuss bestätigt. Den kann ich echt empfehlen. Wenn man mal eine Scheißrunde hat, kann man auch die Marken geiern. Dadurch bekommt man auch ganz gut Punkte. Was auch ganz geil ist, die Runden gehen deutlich länger, als es bei Team Deathmatch der Fall ist. Team Deathmatch geht bis 75, dann ist Schluss. Bei Abschuss bestätigt, nicht jeder sammelt die Marken ein, dadurch kann man auch mal ein paar Kills mehr machen. Was aber fast noch mehr Sinn macht, ist vielleicht entweder Stellung, Herrschaft oder Kontrolle. Weil durch die Zonen, die man einnehmen muss, bekommt man Punkte. Die Runden gehen auch deutlich länger. Man kann mehr Kills machen, wenn man auch mal die Stellung außer Acht lässt und einfach nur über die Map heizt und Kills macht.
Das ist auf jeden Fall noch ein Tipp von mir. Also wie gesagt, ich würde hier die Chaos-Team-Deathmatch-Liste und die Einnahmemarschspitze, das würde ich außer Acht lassen und sich wirklich einzeln nur den Modus rauskrallen, der den einem am besten liegt. Welcher Tipp auch sehr, sehr effektiv ist, die Punkteserien. Wenn man jetzt nicht, zum Beispiel nicht mit der Ausrüstungsladung spielen will, macht man sich einfach das Comsec rein. Dadurch laden sich die Punkteserien schneller voll. Und dann würde ich euch raten, die nur die Drohne und die Konterdrohne reinzumachen. Die erreicht man relativ schnell. Hellstorm und den Rest würde ich rauslassen, weil es passiert oft, dass du die Hellstorm gar nicht erreichst, weil du dann von einem Gegner geholt wirst. Deswegen nur Drohne, Konterdrohne. Erstens siehst du die Teammates, die Gegner sofort auf der Karte. Und eine Konterdrohne sehen die Gegner dich nicht. Und sobald du das Feuer hast, ist ruckzuck auch die nächste Drohne schon wieder voll, wenn man das mit Comsec spielt. Das ist richtig geil. Der letzte Tipp von mir sind die Waffen. Spielt auf jeden Fall mit den Waffen, mit denen ihr am besten klarkommt. Das ist auf jeden Fall erstmal wichtig. Versucht nicht irgendwelche Waffen zu nehmen, mit denen ihr nicht klarkommt. Um es ein bisschen deutlicher zu machen, haut euch eine Waffe rein. Er spielt die gesamten Aufsätze. Das gibt jedes Mal Erfahrungspunkte. Das klingt erstmal nicht viel, macht aber doch eine Menge aus über die gesamte Spielzeit. Sobald die Waffe hochgelevelt ist, ich glaube, es geht bis 13 oder 14, weiß ich jetzt gar nicht genau, haut das Prestige rein. Danach ist die Waffe zurückgesetzt. Das könnt ihr zweimal machen. Und danach könnt ihr die ganzen Aufsätze nochmal neu erspielen. Wenn ihr irgendwann das zweite Prestige erreicht habt und die ganzen Aufsätze auch erspielt habt, nehmt die nächste Waffe. Das macht eine Menge aus. Klingt erstmal nicht sehr auswirkend, ist es aber. Einfach machen. Ist auch mit irgendwelchen Herausforderungen gekoppelt. Das ist Fakt. Dadurch bekommt man nebenbei dann auch noch mal ein paar Punkte. Das soll es von den Tipps her erstmal gewesen sein. Jetzt spiele ich euch noch kurz das kleine Video ein, um zu verdeutlichen, wie schnell der Specialist voll sein kann, wenn man, nein, dieses kleine Gerät aktiv hat. Also, das macht eine Menge aus. Ich war echt erstaunt, als ich das gerade getestet habe. Ich würde mich sehr über einen Daumen freuen. Ein Abo, wenn euch das Video gefallen hat. Viel Spaß heute Abend bei meinem bisherigen Highlight. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video. Haut rein. Ciao. So. Kill Nummer 1. Ausgeschaltet. Kill Nummer 2. Kill Nummer 3. Vier, fünf. Guckt mal da unten, wie schnell das voll geht. Das ist der absolute Wahnsinn. Was war es jetzt? Der fünfte Kill. Sechs. Sieben. Was will der immer da oben? Und acht. Noch irgendwelche Fragen muss man, glaube ich, nicht. Mehr muss man, glaube ich, nicht dazu sagen. Also, das sagt so einiges. Was ich vergessen hatte vorhin noch zu erwähnen, ich möchte in Zukunft auch das ein oder andere Video mal darüber bringen, was meiner Meinung nach das beste Setup ist, das geilste MG oder das geilste Sturmgewehr. Sinn ist klar, muss ich nicht weiter erklären. Viele YouTuber vor mir haben das jetzt schon gemacht, was ich aber nach einer Woche nach Release ziemlich dämlich finde, weil in den nächsten Wochen wird sich garantiert noch einiges ändern an dem Balance-Zeugs. Voraussichtlich wird auch bald die Titan zum Beispiel genervt, deswegen fand ich das jetzt sinnlos, ein Video darüber zu machen. Boah, Titan, geilste Waffe, ist wahrscheinlich zurzeit wirklich die geilste Waffe, aber warum soll ich das jetzt bringen, wenn sie in ein paar Tagen eh genervt wird? Deswegen möchte ich damit noch ein bisschen warten. Habt ihr Ideen, Anregungen oder irgendwelche Sachen, was ich mal für ein Video machen könnte? Welche Waffe ich testen soll, mache ich das gerne. Habe ich Bock drauf? Schreibt es in die Kommentare. So, jetzt kommen wir aber wirklich zum Schluss. Daumen hoch, ein Abo. Wer mir auf Twitch folgen will, das kann man in Zukunft auch machen. Link ist in der Videobeschreibung, würde ich mich sehr drüber freuen. Und dann bleibt mir nur noch zu sagen, viel Spaß bei dem Video heute Abend um 19 Uhr. Das ist auf jeden Fall wirklich ein mega Highlight. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Freitag, schönes Wochenende. Bis zum nächsten Mal.